Willkommen zum Video-Review 14 Days with a Leica. Ich bespreche hier eine Leica M Typ 262 und das Summarit 35mm Objektiv mit einer Lichtstärke f2.4. Kurze Hintergrundgeschichte der ganzen Sache. Ich habe am Miami Street Photography Festival teilgenommen, 2016. Und dort gab es eine von Leica Kamera USA und Honor Bags veranstalteten Wettbewerb, wo ich teilgenommen habe und gewonnen habe. Und zwar eben 14 Tage mit einer Leica und eine schöne Tasche von Honor Bags, die ich hier kurz zeige. Das ist die Leather Bowery for Leica Bag. Schöne Ledertasche mit rotem Inlay. Und natürlich hier dem roten Leica-Punkt. Also es ist eine schöne Sonderedition und eine sehr angenehme Qualität hat diese Tasche und passt die Kamera rein und noch andere Sachen. Hier hinten hat es was. Also eine ganz tolle, edle Tasche. Vielen Dank, Honor Bags. Und hier das Equipment, was ich dann mir aussuchen durfte. Und zwar habe ich mich entschieden für eben die M262, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das Wesentliche von Leica haben und das haben sie natürlich auch so dargestellt auf der Webseite und ein straßenfotografietaugliches oder typisches 35mm Objektiv. Eigentlich arbeite ich mit einer Ricoh GR, die ist 28mm, ein bisschen weitwinkliger. Aber hier ist das Vollformat schön mit dem 35mm kombiniert und ich wollte einfach sehen, was kann ich mit diesem Reportageobjektiv so einfangen. So, das Kit habe ich jetzt seit 14 Tagen und ich habe das jetzt zusammengefasst in dieser Präsentation. Was ich so herausgefunden habe, was für mich wichtig war und Einschränkungen, die ich herausgefunden habe, die möchte ich jetzt mal in dieser Präsentation vorstellen. Die Präsentation ist geteilt in drei Teile. Erstmal Gehäuse und die Bedienung, dann den eingebauten Messsucher und das Fokussieren mit der Kamera und als letztes bespreche ich das Objektiv. Und zwar zunächst kommen wir zu den positiven Eigenschaften vom Gehäuse und der Bedienung. Grundsätzlich ist es sehr elegant gemacht. Das Gehäuse ist hier schwarz, Metall ist das, Aluminium, ja. Und es hat Kanten, die sind aber schön abgerundet, also anzufassen, sehr angenehm. Hier drumherum, wo die Hände greifen, ist diese Belederung. Ich denke mal, das ist so Kunstleder, aber es ist auch antiker Look. Halt klassisch Leica, auch dick, klassisch dick Leica. Es ist keine M10, die da neu rausgekommen ist, die wohl ein bisschen dünner ist. Also, ich greife schon etwas, es ist sehr angenehm anzufassen und elegant ist das Ganze. Hinten gibt es diesen Bildschirm, dann gibt es die Knöpfe, die sind auch angenehm zu drücken. Man hört etwas und man fühlt etwas, das heißt, es gibt taktiles und auditives Feedback. Hier ist noch ein Wählrad an der Ecke und oben den Blitzschuh und die Einstellung für die Belichtungszeit. Dann gibt es hier noch den An- und Ausschalter und der funktioniert gleichzeitig als Auswahl für einzelne Bild, mehrere Bilder schießen und Bilder mit Zeitverzögerung selbst Auslöser. Ja, und dann gibt es hier eben vorne oder sagen wir mal erstmal unten gibt es diese typische Klappe, die dann hier abgemacht wird und drin ist die Batterie. Hier noch ein Datenport so, und ja, der Platz für Speicherkarte, die ich dann extra noch gekauft habe, eine schnelle Speicherkarte, weil die Kamera sehr schnell schreibt und große Bilder schreibt. Die RAW-Daten sind 26 MB groß, eine Datei.
Gewicht, wenn ich es anfasse, ist es substanziell. Wenn ich das habe, dann denke ich so, oh, ich muss aber hier mit zwei Händen anfassen. Klar geht das mit einer Hand, aber es ermüdet. Und mit zwei Händen muss man die Kamera bedienen, weil eben der Fokus manuell ist, Blendenverstellung. Und wenn ich hier so arbeite, dann habe ich immer zwei Hände, also fast immer eigentlich mit zwei Händen gearbeitet. Das Gewicht macht sich auch bemerkbar, das werde ich noch als Beispiel gleich darstellen, bei längeren Belichtungszeiten. Denn im Vergleich dazu, wenn man zum Beispiel eine Kamera nimmt, die leichter ist, dann kommt es viel eher zu kleineren Verwacklungen, weil man nämlich merkt, so, dass da was wackelt, das ist zu leicht. Und bei der Kamera ist eben das Gewicht spielt als Masse eine Rolle und man kann es koordinieren, dass da was wackelt oder nicht. Also man fühlt es eben. Und deswegen kann man auch besser halten. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung davon. Und da möchte ich euch jetzt noch ein paar Bilder zeigen, wie das dann bei längeren Belichtungszeiten aussieht. Hier also eine erste Nachtaufnahme, aufgenommen mit 1/6 Sekunde, offene Blende 2.5 ISO 1600 um 20.15 Uhr hier in New York. Die Situation von oben rechts Scheinwerferlicht einer Baustelle und sonst hier die natürliche Beleuchtung der City-Lichter im Hintergrund. Ich zoome mal rein. Ein bisschen Verwacklung auf dem Gesicht, aber hier ziemlich gut Details zu erkennen, sowohl vom Zaun als in dem im Wind flatternden Verdeckung, auch auf der linken Seite sehr gut die Details zu erkennen. Also insgesamt eine detailreiche, unverwackelte Aufnahme bei, ich würde sagen, sehr lange Belichtungszeit, dafür, dass es handgehalten ist. Es ist sehr gut gelungen. Hier eine Aufnahme mit 1/15 Sekunde bei offener Blende und ISO 3200. Auch handgehalten, nach oben fotografiert. Und wenn ich reinzoome, sind auch hier die Details sehr gut zu erkennen. Also ich bin mit der Qualität sehr zufrieden. Die Kamera arbeitet schnell, verzögerungsfrei. Dazu spielt auch eine Rolle, dass es eben keinen Spiegel gibt. Das kommen wir gleich aber noch zum Messsucher. Also sehr schnell und direktes Arbeiten möglich. Einfach draufdrücken, so habe ich nie gearbeitet. Ich habe immer nur einzeln gearbeitet. Also ein Bild, ein Bild, ein Bild. So traditionell, sag ich mal. Da hatte ich nie Engpässe und war ich immer zufrieden, dass die Kamera blitzschnell reagiert hat. Sehr angenehm hat mich die Lichtmessung hier überrascht. Es gibt im Menü überhaupt gar keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Center- oder Spotmessung aktivieren oder Matrixmessung. Die Lichtmessung funktioniert einfach bei Gegenlichtaufnahmen sehr gut. Also da hat Leica einen guten Job gemacht, dass die Kamera wirklich intelligent erkennt, wie die korrekte Belichtung da aussieht. Der Akku, den ich hier nochmal kurz raushole, so, hat 1800 mAh. Grundsätzlich kann man damit 1500 Bilder schießen, wenn man eben den Bildschirm nicht benutzt, um die Bilder ständig zu checken. Es gibt die Möglichkeit, in der Kamera die Belichtungskorrektur einzuschalten und dann eben über das Wählrad zu steuern.
Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich eben im Menü angeschaltet habe, die Belichtungskorrektur und dann irgendwann zufällig die Kamera hochgefahren habe, irgendwie drangekommen und dann war die verstellt und das Bild war zu hell, zu dunkel. So, und dann habe ich das Ganze eben abgeschaltet, weil ich dachte, naja, ich will nicht die ganze Zeit überprüfen, ob jetzt die Belichtungskorrektur verstellt ist. Und das ist halt schade, dass das hier so leicht zu verstellen ist. Der Messsucher ist groß und hell, wenn man durchschaut. Bei dem Objektiv, was dann drauf montiert ist, werden so diese Linien angezeigt und als Hinweise, wo jetzt die Linien des Objektivs sind, die Aufnahmegröße. Und bei dem 35 mm ist das sehr, also an dem äußersten Rand von dem Messsucher. Ich habe herausgefunden, dass eben die Bilder, die ich dann mache mit dem 35 mm, eben größer rauskommen als die Ecken, die da im Messsucher angezeigt werden. Es gibt eben durch dieses getrennte Design zwischen Messsucher und Objektiv keinen Spiegel, ja, und es gibt keine Blackouts, wo ich beim Fotografieren kurz sehr schwarzes Bild, Kamera, Shutter geht zu oder so. Das Bild ist immer zu sehen, was man hier fotografiert, ist immer zu sehen und währenddessen fotografiert man munter weiter und beobachtet eben die Szene viel bewusster und das ist ein bisschen auch Psychologie und Kognition mit im Spiel, dass das Bild eben nicht unterbrochen wird, dass man kontinuierlich wahrnimmt. So. Es gibt aber auch jetzt Einschränkungen beim Messsucher und beim Fokus. Sehr, sehr kleines Fokussierbild, also hier, was ich geschrieben habe, sehr kleine Teilbilder im Schnittbild im Entfernungsmesser. Der Schnittbild-Entfernungsmesser ist das, was man hier drin im Messsucher hat und das sind eben zwei Schnittbilder und die fokussiert man übereinander, dass die genau zusammenpassen. Und diese beiden kleinen Schnittbilder sind das Wesentliche, was diese Kamera ja macht und fokussiert ja auf irgendwas. Und das ist so klein im Messsucher. Ich habe das hier mal dargestellt. Und zwar ist das, das ist ein Blatt, Letter Size, fast DIN A4. Also das ist jetzt der Messsucher. Und dieses kleine gelbe Rechteck, so mit diesen Streifen, das ist die Größe von dem kleinen Schnittbild-Entfernungsmesser, ja, von dem Schnittbild. So, und also das ist das, was man mit dem Auge, wenn man jetzt mit der Kamera drängen würde, ist das, was man mit dem Auge so wahrnimmt. Und das Gelbe hier ist die Größe proportional dargestellt von dem Schnittbild. Und im Zusammenhang mit dem Messsucher gibt es auch ein Problem, da der Fokus, weil ich ja hier drehe mit dem Fokus des Objektivs links und rechts, funktioniert das eben nach links und rechts. So. Wenn ich jetzt aber die Kamera mal in Porträtmodus halte, dann verändert sich der Fokus eben auch so. Dann geht er eben nach links und rechts, aber eben jetzt ist er nach oben und unten. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hinten, ihr möchtet auf eine Linie fokussieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Linie habe, dann fokussiere ich hier einfach von einer Linie ausgehend auf einer Linie. Das heißt, ich würde eben so hoch und runter fokussieren. Es ist sehr schwierig, auf Linien zu fokussieren. Dargestellt. Ich mache jetzt das Bild hier. Ich sehe mit dem Messsucher
über die Tasche hinüber, aber wenn ich das Bild jetzt machen würde, dann würde ich da jetzt die Tasche fotografieren. Und das passiert eben bei Situationen wie hier, also dass ich da oben drüber schaue oder eben links gucke ich vorbei hier. Aber ich fotografiere die Tasche. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich da ein Bild zusammen im Besucher gesehen habe, was ich dann gar nicht so fotografiert habe. Hier ist ein Bild, wo ein Beispiel mit dem Parallax Error gut dargestellt werden kann. Ich habe die zwei jungen Leute hier und im nächsten Bild wollte ich die genau über die Kante stellen. Dann bin ich rangegangen, habe sie durch den Sucher gesehen und im Bild waren sie dann nicht mehr. Als nächstes ein Beispiel, wo links und rechts dann eine Rolle spielt. Hier habe ich diesen Ast im Vordergrund und die Freiheitsstatue im Hintergrund und im nächsten Bild ein bisschen anders. Und ich habe die Freiheitsstatue im Sucher gesehen, auf dem Bild war sie dann nicht mehr. Positives zum Objektiv, es ist sehr klein und leicht. Ich glaube, es ist eines der kürzesten Objektive, aber bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall ist die Sonnenblende hier, die ist aus Metall, fast so, halb so lang wie das ganze Objektiv selbst. So. Es bildet sehr scharf ab. Nachdem so F4 erreicht ist, gibt es von links nach rechts überhaupt nichts zu meckern. Es ist sehr scharf und dazu habe ich jetzt ein kleines Beispiel. Hier ein Bild geschossen mit 1/750 Sekunde f4.8 bei ISO 200 und ich möchte hier darauf aufmerksam machen, auf diesen Faden, der in der Luft schwirrt, und ich zoome jetzt mal rein und von links nach rechts durchgezeichnet, kleinsten Kontraste schön, selbst die Highlights erhalten. Ja, Mikroschärfe ist hier durchaus gegeben bei dem Objektiv. Jetzt, wenn ich schraube die Gegenlichtblende wieder drauf. Und das Ding damit ist, dass ich, wenn ich hier durchgucke, selbst bei diesem kurzen Objektiv, die Sonnenschutzblende hier sehe. Also die blockiert die Sicht im unteren rechten Feld hier im Messsucher. Die Gegenlichtblende produziert bei nahem oder direktem Licht harte Kontraststreifenbild. Das ist mir aufgefallen, nachdem ich ein paar Bilder gemacht habe, dass eben die Sonnenschutzblende da das Problem ist, Sonne kam hier von oben rein, wurde hier irgendwie geblockt und unten war sie dann sichtbar. Das ist ein Beispiel für die Sonnenblendenproblematik. Genau hier bricht das Bild ab zwischen Einfallsonne und Blockade von Sonne. Und hier auch doch der lila Saum. 1/125 bei f9.5 320 ISO. Noch ein Beispiel, fast gleiche Werte. Auf der linken Seite, die Sonne kommt von hoch oben und teilweise abgeblockt und dann wieder reingelassen. Hier also ein Beispiel für lila Farbsäume bei Nacht. Bei Offenblende geschossen, ISO 1600, das Licht kommt leicht aus dem Bildrand ins Bild. Schlussendlich hat das Objektiv, wenn man bei RAW mit RAW arbeitet, sichtbare Tonverzeichnungen, die man im Lightroom oder was auch immer Programm korrigieren kann, sollte.
Hier also ein Beispiel für die Tonverzeichnung vom Objektiv. Das ist jetzt unbehandelt und jetzt aktiviere ich die Korrektur in Lightroom. Und wieder aus und an, aus, an. Man sieht deutlich den Unterschied. Ideal ist die Kamera für Fotografen, die eben Bildqualität statt Features den Vorzug geben. Und ich bin auch der Meinung, dass die Kamera sehr hohe Bildqualität liefert im RAW-Modus. Ich kann der Technik vertrauen, dem Objektiv allerdings nicht so sehr. Ideal für Fotografen, die verzögerungs- und störungsfrei arbeiten wollen und sich dabei nur auf Blendeinstellungen und Fokus konzentrieren. Alles andere macht die Kamera, wenn man die dann lässt. Also ich habe oben die Zeit hier auf A gestellt. Im Menü habe ich die Zeit auf Minimum 125. Gestellt und ISO-Werte auch auf Maximum 1600 und bei Nacht ungefähr 3200. Und die Kamera hat immer schön gute Ergebnisse geliefert. Und ich habe auch nur dann die Blende verstellt und fokussiert und dann das Bild komponiert. Es ist auch ideal für Fotografen, die eben mit längeren Belichtungszeiten arbeiten möchten und mit gegebenen Lichtverhältnissen arbeiten wollen. Ich habe da auch gemerkt, dass die Kamera wirklich bis 1/13 Sekunde scharfe Ergebnisse liefern kann, sofern man gut Kamera hält, und war ich auch echt überrascht, dass es so lange Zeiten und so schöne Ergebnisse gibt. Weniger geeignet ist die Leica und das Objektiv für Fotografen, die direktes Sonnenlicht bzw. Punktlichtquellen am Bildrand platzieren. Das ist aber wirklich, denke ich mal, mit dem Objektiv verbunden. Weniger geeignet für Leute, die auf präzise Bildkomposition Wert legen, eben durch den Versatz hier zwischen Sucher und Objektiv. Dann hoffe ich, dass ich mit meinem Review euch weiterhelfen konnte. Ich bin Michael und das war das Leica M262 und das Summerit 35mm f2.4 Review. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.